Hallo Abut hier von 40 Pixel. Ich befinde mich hier gerade im Backend unserer Demo-Seite und möchte euch einmal zeigen, wie man Bildausschnitte auf ein Bild verlinken kann. Dafür habe ich dieses Bild hochgeladen, links unser Logo und rechts noch einen Kreis. Und im ersten Schritt kopieren wir uns die gesamte URL und gehen auf die Seite image-map.net. Das ist ein sehr hilfreiches Tool, was uns das ermöglicht, das schnell und einfach umzusetzen. Man kann hier einerseits das Bild von seinem PC hochladen oder so wie ich das jetzt mache, direkt von seiner Webseite abrufen. Also einfach einmal die URL hier reinkopieren und auf Weiter klicken. Und dann haben wir hier unser Bild schon. Unten kann man dann zwischen verschiedenen Formen auswählen. Ich wähle einmal ein Rechteck aus und setze zwei Punkte, um dann den Bereich anzupassen, der dann verlinkt sein soll. So gefällt mir das ganz gut. Hier unten kann man dann noch den Link setzen. Das soll einfach auf die Startseite verlinken, also mache ich einfach ein Slash. Titel kann Home sein. Und bei Target kann man einstellen, ob es sich in einem neuen Fenster öffnen soll oder nicht. Ich belasse es jetzt hier dabei. Dann füge ich noch eine zweite Area hinzu, wähle die dann hier unten aus und möchte diesmal einen Kreis haben. Hier setze ich einmal einen mittleren Punkt und einmal außen den Punkt. Und kann das hier dann nachträglich auch noch etwas anpassen und verschieben. So passt das super. Unten vergebe ich auch wieder einen Link. Diesmal sollen es die Referenzen sein. Da kopiere ich mir einmal unsere URL und füge die hier unten ein. Titel wird Referenzen sein. Und diesmal soll sich dann das Fenster in einem neuen Tab öffnen. Anschließend möchte ich dann den Code generieren. Den kopiere ich mir einmal komplett raus. Gehe dann wieder zurück in mein Backend, gehe auf meine Seite, auf der ich das anzeigen möchte. Hier habe ich schon mal eine Seite erstellt, Image Map, nennt sich das Ganze übrigens, HTML Image Map. Und hier wähle ich dann ein HTML-Element aus, ganz wichtig, das muss man dann als HTML auch einfügen. Das Kommentar hier oben brauchen wir nicht, das können wir entfernen. Worauf man jetzt immer noch achten sollte, ist, wenn man noch ein weiteres Bild auf seiner Seite hat, das solche Verlinkungen hat, dann kann man hier dann zum Beispiel noch jeweils eine 2 setzen. Es ist wichtig, dass das hier übereinstimmt, damit die Zuordnung auch korrekt ist. Denn wenn man jetzt überall Bilder hochladen würde, wo immer nur Image Map steht, dann könnte es zu Problemen führen, weil die Koordinaten auf dem Bild, die verlinkt sein sollen, sind dann immer unterschiedlich definiert. Und daher würde ich dann für jedes einzelne Bild auch einen einzigartigen Identifier benutzen. Anschließend noch aktualisieren und dann schauen wir uns das im Frontend an. Hier sehen wir auf der rechten Seite, dass der Kreis super verlinkt ist. Außerhalb des Kreises ist keine Verlinkung. Wenn wir hier draufklicken, öffnet sich dann die entsprechende Seite in einem neuen Tab. Und hier unser Logo, da haben wir es ja auf die Startseite verlinkt. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, geht er einfach nur auf die aktuelle Startseite der Domain, auf der wir uns gerade befinden, in dem Fall wpmoves.de. Es funktioniert also alles super, nur müssen wir jetzt noch darauf achten, dass das auch auf dem Handy funktioniert. Es sollte nämlich responsive sein. Dafür ziehe ich das Browserfenster einmal kleiner und kontrolliere das nochmal. Und hier sehen wir auch schon, dass sich das verschoben hat. Das passt hier jetzt schon nicht mehr. Und das kann man ganz einfach lösen, indem man ein zusätzliches Plugin installiert. Das nennt sich Responsive Image Maps. Funktioniert super, auch mit der jetzigen WordPress-Version. Es steht zwar, dass es schon länger nicht mehr aktualisiert wurde, aber die Bewertungen sprechen für sich. Und das müsste man einmal herunterladen und dann unter Plugins hochladen und installieren. So. Dann noch das Plugin aktivieren und mehr muss man da auch nicht machen. Es ist jetzt schon funktionsfähig und wenn wir unsere Seite aktualisieren und das kontrollieren, dann sollte das jetzt auch funktionieren. Hier sehen wir auch, dass das wieder sehr gut passt mit den verlinkten Bereichen. Genauso hier beim Logo. Das war es auch schon. Ein sehr einfacher, aber wichtiger Trick, den man häufig im Webdesign gebrauchen kann. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren und vergesst nicht auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten.